Hallo, mein Name ist Anne Kluschnewski und ich bin Lehrerin hier an der Freien Waldorfschule Hamm. Ich habe im Moment die 8. Klasse und werde nach den Sommerferien die neue 1. Klasse übernehmen. Ich bin seit 14 Jahren Lehrerin hier an der Schule und unterrichte noch Gartenbau, Religion und Schwimmen. Ja, jetzt würde ich Sie gerne einladen, mit mir in die Klasse zu kommen, um Ihnen da zu zeigen, wo die Kinder das erste Schuljahr verbringen und Ihnen ein bisschen was zu erzählen, was so auf die Kinder und auch auf Eltern zukommen wird. Unser Klassenzimmer hat keine Tische und Bänke wie ein klassischer Schulraum, sondern ist eben so gestaltet, dass wir ganz schnell umstellen können, sodass wir eine große Fläche haben, dass wir im Kreis sitzen können, dass wir hintereinander sitzen können, dass jeder einen Einzelplatz bekommt, wer das nötig hat und der Ruhe braucht, sodass man den Klassenraum oder die Sitzsituation ganz schnell anpassen kann. In der ersten Epoche haben die Schüler Formenzeichen. Das ist ein Waldorf-spezifisches Fach, was es an der Regelschule nicht gibt, wo die Schüler sich ausschließlich mit Krummen und Geraden beschäftigt, in allen möglichen Varianten. Das hat viel damit zu tun, dass sie sich auf einem Blatt orientieren müssen, mit Rechts- und Linkskoordination, Hand und Augen. Die Kinder haben viermal die Woche 4 Stunden, immer ab 8 Uhr. Also wir haben einen gesicherten Stundenplan von 8 bis 12 eigentlich und dann haben sie noch manchmal 6 Stunden, wenn sie an diesem JeKids-Projekt teilnehmen, was wir auch hier an der Schule haben, von der Musikschule begleitet, wo die Kinder eben ein Instrument lernen können. Meine Aufgabe als Klassenlehrerin ist es, eine Gemeinschaft aus dieser Gruppe zu formen oder mit ihnen zu gestalten, mit den Eltern natürlich auch, und dann jeden Schüler in seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu fördern und zu fordern.